Freunde, und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und zu einer weiteren Runde Avatar Frontiers of Pandora. In der letzten Runde haben wir ja das Hauptquartier gefunden und in dieser Runde werden wir die Quests ein bisschen vorantreiben. Ich hoffe, spannende Kämpfe erleben und wir starten direkt ins Gameplay rein. Und zwar nahtlos, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Oh, hier ist was am Leuchten. Das werden wir natürlich einmal kurz durchsuchen. Essensqualität ist gut. Vielleicht ziehen wir uns das mal direkt rein. Nahrung. Ah genau, da muss ich da oben einmal skippen auf R1 und kann dann auf Viereck das Ganze einmal wegnaschen. Unsere Aufgabe ist jetzt, zu einem Briefing zu gehen. Ich denke mal, das wird hier drin sein. Haben wir hier noch was? Ja, hier ist auch noch was zu durchsuchen. Immer schön alles mitnehmen. Anscheinend hin, hier ist das Briefing. Immer ein bisschen schwer zu navigieren in dem Spiel, muss ich sagen. Das hören wir uns mal kurz an. John Mercer, Gründer des TAP-Programms. Kein Unbekannter für die Sarentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom TAP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des TAP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma? In der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf. Vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sorlek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf. Wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Ja, Freunde, also so wie es aussieht, gibt es jetzt schon einen fetten Kampf. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wir sind noch nicht ganz mit dem Steuerungssystem hier vertraut, aber so langsam geht das schon. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wie wir uns Pfeile anfertigen. 20 Pfeile sind eigentlich 20 Kills. Wie viele Waffenteile haben wir gerade am Start? Können wir hier schon was verbessern? Ja, sieh dich gerne um. Immer noch 2 Stück. Wir werden jetzt mal die Augen offen halten, dass wir neue Bauteile bekommen. Nicht Waffenteile, Bauteile. So, Freunde, ich sehe gerade, dass Turm-Echo oder beziehungsweise die nächste Quest gar nicht so weit entfernt ist. Deswegen werde ich euch einfach mitnehmen. So langweilig ist es ja auch wieder nicht. Denn wir können durch diese wunderschöne Welt hier rennen und auch mal ein paar Pflanzen identifizieren. Relativ wichtig in dem Game. Okay, die war jetzt nichts Besonderes. Die Teile hier explodieren. Vielleicht schieße ich da mal rein. Vielleicht kriegen wir dafür irgendwas. So, die können wir jetzt zumindest untersuchen. Können wir uns das auch einmal anschauen. Jagdbuch, Quest, Charakter, Fähigkeiten, Protokoll. Haben wir schon einen Fähigkeitenpunkt? Nope.
So, das dürfte bestimmt hier sein. Genau, hier haben wir verschiedene Rezepte tatsächlich. Haben wir aber noch nichts freigeschaltet. Obwohl, hier können wir auch skippen. Okay, das könnten wir uns dann irgendwann herstellen. Material festhalten, also können wir das auch anpinnen. Lange Jagdpfeile, okay, das ist schon mal geil. Material festhalten. Die wollen wir uns gleich mal bauen. Das wäre gar nicht schlecht. Genau, hier werden wir einmal durchrennen. Okay, da mussten wir hin. Eieiei, ich glaube, da wird er doch Fallschaden nehmen, wenn wir einfach runter rennen. Okay, da über den Baum können wir. Das ist auf jeden Fall geil umgesetzt. Konnten wir hier gerade irgendwas aufnehmen? Aha. Ah, hier können wir runter, okay. Okay, hier können wir überall runter. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir werden mal unsere Sicht hier anmachen. Okay, das können wir einsammeln. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist echt ein bisschen tricky, diese Früchte hier abzuernten. Also annähernd gecheckt, sagen wir es mal so. Hier ist noch mal einer. Gehen wir einmal dran. Und zwar drücke ich hier R2. Aber erst, wenn ja, relativ viele Geräusche entstehen. Man hört halt dieses komische Geräusch und dann ist auf jeden Fall Druck auf der Pflanze. Und dann drückt man R2 und kann die dann abernten. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Hier müssen wir nämlich irgendwann jetzt bestimmt gleich runter. Wo ist denn unsere Quest? Aha, da hinten ist sie. Okay, dann können wir dem Baum weiter folgen. Nehmen natürlich weiterhin alles mit, was uns auf dem Weg entgegenkommt. Sehr, sehr wichtig. Looten ist bei dem Spiel ein ganz großes Thema, denn ihr könnt durch verschiedene Rezepte und so weiter, könnt ihr auch tatsächlich sogar die Gesundheit um 30% steigern und so weiter. Das wird in den Kämpfen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein. Okay, da müssen wir hin. Können wir aber auf jeden Fall hier schön weiter die Welt kennenlernen. So, okay, jetzt fängt das hier wieder an mit der Frucht. Verschmutzt. Die Frucht ist verschmutzt oder meine Hand ist verschmutzt? Okay, ja, man sieht schon, die Pflanzen sehen ja nicht mehr so gut aus. Da haben die Menschen wohl wieder komplette Arbeit Priya, geleistet. ich bin an Okay, der da hinten Baustelle. sind schon mal die Der ersten Boden Feinde. ist. Jetzt wird es spannend, wie gut wir uns schlagen. Werden wir uns nochmal einen Pfeil nachcraften. Haben tatsächlich auch so eine Du hast die Pläne? Blendgranate. Es muss auch Vorteile haben, ein Ex-RDA zu sein. Mit denen ist nicht zu spaßen. Sieht aus, als ob wir hier zwei Maschinen hätten. Die Kühleinheit auf dem Bohrturm und sein Generator. Wir könnten das auch theoretisch alles ganz lautlos und leise machen. Es sei denn, sie erwischen dich dabei. Upsa. Da ist was Dickeres. Dreh dich um. Also der scheint schon mal ein bisschen heftiger zu sein. Okay, da sind auch viele Feinde. Das haben die nicht mitbekommen. Sehr gut. Einfach mal weiter vorrücken. Schön leise. Okay, da oben müssen wir anscheinend hin. Den haben wir auch schön ausgeschaltet. Alles klar, der hat uns gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Dann müssen wir einmal abhauen. Den haben wir.
mal, er macht noch Probleme. Einmal kurz durchsuchen. Zack, Blendgranate raus. Bam. Normalerweise war er jetzt der Atmosphäre ausgesetzt, was bedeutet, dass er sterben müsste. Bam. Ja, so langsam kommen wir klar. Müssen uns natürlich auch erstmal eingrooven. Okay, hier muss ich einfach gegenschießen anscheinend. Verstärkung in 15 Sekunden. Hacke und zerstöre die Kühleinheit. Wir werden, glaube ich, noch mal ein bisschen fighten und betteln, damit wir überhaupt klarkommen. Kann ich nicht direkt den Heli hier wegklatschen? Okay, da sind die Verstärkungseinheiten. Bremse. Oh oh, oh oh. Keine Pfeile mehr. Sind schnell nachgecraftet. Wir haben glücklicherweise einiges von diesen Pflanzen hier gesammelt. Ey, das war für mich, war das ein Kopfschuss, ein Heimatfeier. Hammer. Okay, Verstärkung ist auch abgefrühstückt. Jetzt werden wir einmal unseren Spinnensinn, hätte ich fast gesagt. Okay, die werden wir mal zerstören. Sicher ist sicher, kein Bock, dass da gleich irgendeiner reingeht. Da haben wir Feinde. Klatsch, einen auf die Mütze. Okay, da sind noch mehr Feinde. Den können wir mal mit dem Bogen schön erledigen und dann war es das. Bam, das war's für dich. Und jetzt können wir ganz in Ruhe uns dem Turm hier widmen. Hallo, einmal bitte da hochgehen. Dankeschön. Aha. Wir sollen die Kühleinheit zerstören bzw. hacken. Da müssen wir bestimmt dieses Gerät hier nehmen. Genau. Okay, das ist relativ einfach. Aber tatsächlich hatten wir nur 7 Sekunden Zeit. Können wir uns etwas Nahrung reinschieben? Oh, die können wir tatsächlich essen, diese Wurzeln. Sehr gut. So, hacke die Kühleinheit. Hier scheint noch eine zweite Kühleinheit zu sein. Okay, das müssen wir wieder kaputt machen. Da ist so ein Venti-Lenti. Bremse. Generator und Kühleinheit sind offline. Der Notfalllüfter sollte sich öffnen. Oh, Aurora, dann kannst du einfeuern. Bekämpf Feuer mit Feuer. Tut mir leid. Klatsch, ich glaube, den haben wir erledigt, den Bohrturm. Boom, dann hatten wir unseren ersten Feind, Fight. Wir wollten es leise machen, haben es laut gemacht. Und jetzt erholt sich die ganze Welt wieder. Geil. Also sowas liebe ich. Jawohl, der wird vermodern, der wird verschwinden und dann haben die Navi endlich wieder ihre Welt zurück. Die Navi, ich meine wir natürlich, denn wir sind ja Navi. So, jetzt werden ja aber auch noch Kisten am Start sein. Bin bei den anderen. Wir haben den Knall gehört. Raketenwerfer, safe. Ich hab das Bohrwerk runtergefahren. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wir haben was gefunden. Okay, die konnte ich als Explosionsdingsabums nehmen. Aber ich weiß nicht.
Okay. Cool. Da wird sogar so eine Rakete rausgeschossen, die dann irgendwelche Feinde trifft. Sehr, sehr gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier keine Kisten mehr sind. Also sind echt nur diese Teile. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, okay, da sind auch verschiedenste Sachen drin. Ich habe nichts gesagt. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Können wir das hacken vielleicht, dass wir da reinkommen? Das muss ich kurz ausprobieren. Nee, können wir nicht. Schade. Hier sind auf jeden Fall noch irgendwelche Palmen. Bist du dort? Siehst du die Schmetterlinge? Zumindest glaube ich, dass es welche sind. Folge ihnen. Okay, jetzt geht's wieder los. Und zwar... Hier hört ihr halt jetzt kein Geräusch. Hier so ein bisschen. Hört ihr das? Dieses... Ja, wie soll ich das nachmachen? Das ist einfach so ein Gematsche, sag ich mal. Und wenn das ist, dann drückt ihr einfach R2 und dann könnt ihr das Ganze einsammeln. So, dann wollen wir mal zur nächsten Quest. Hier können wir auch wieder was machen. Scheint relativ so irgendwie kalt zu sein, diese Pflanze. Verströmt irgendwie so einen schönen Duft. So, das müssen wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Immer dieses Gras hier einsammeln. Daraus können wir nämlich Pfeile machen, weil wir da Stöcker rausbekommen. Kann man nicht genug von haben. Hier haben wir noch was Schönes. So, hier ist das Geräusch am stärksten, also einmal drücken, runterziehen und Bämsel haben wir das Ganze. Das war natürlich wieder falsche Taste. Das war, glaube ich, die, wo wir die Frucht gerade schon genommen hatten. Noch einiges an Stöckern. Brauchen wir auf jeden Fall. So, Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie verbuggt und verspackt ich jetzt hier hochgekommen bin. Unglaublich schwierig, irgendwie den Weg hochzukommen. Ich bin da an irgendeiner Wurzel irgendwie hochgesprungen. Tausende Sprünge und jetzt sind wir endlich da. Die Blume, die sich nur für Sarentu öffnet, um Ewa zu erreichen, nach so vielen Jahren. Ewa, es war mein Traum. Sollen wir das wirklich tun? Ich bezweifle es. Du hast das noch nie gesehen. Pandora besteht nicht aus Metall. Ja, nur... Vielleicht ist das ja giftig. Oder so. Die Farbe steht bestimmt für Gift, ganz sicher. Ewa tut uns nichts. Mörser hat vor Ewa gewarnt. Wir verbinden uns zusammen, ja? Gleichzeitig. Aber was ist das? Mein eigenes Zeichen? Kennst du mich, mein Kind? Ich bin Entu, fürwahr, erster unseres Clans. Die Sarentu durchstreifen Pandora und halten die Clans mit Geschichten zusammen. Du bist neu, richtig? In dieser Welt? Komm zu den Tarsiu, Kind, wenn du die Weisheit der Ahnen brauchst und du wirst Erfolg haben. Doch zuerst lerne zu überleben. Das erste Mal Pandora zu sehen, ist wie das erste Mal das Meer zu sehen. Es scheint unendlich groß zu sein. Steht nie still, ist immer in Bewegung. Du kannst dich von den Wellen tragen lassen oder du ertrinkst darin. Um auf Pandora zu überleben, musst du lernen, dich zu bewegen wie die Wellen, zu steigen und zu fallen. Mit genau der gleichen Energie.
Nimm diese Gabe des Fließens, Kind, und lebe. Okay, anscheinend haben wir hier komplett diese Fähigkeiten freigeschaltet. Sehr, sehr geil. Wir sind nämlich jetzt Stufe 2. Unser Vorfahr, ein echter Sarentu. Glaubst du, er wusste, dass wir anders sind? Wir sind nicht anders. Wir wuchsen nicht im Clan auf. Mit unseren Liedern oder Geschichten. Nur mit denen der Himmelsmenschen. Mit Tod, Zerstörung, Hass. Aber wir gehören zu Ewa, ja? Mercer sagt, Ewa bringt Schmerz. Vernebelt Herz und Verstand. Mit Tricks und Lügen. Er will uns Angst machen. Zum Schweigen bringen. Und kontrollieren. Dies ist der Weg der Sarentu. Unsere Verbindung zur großen Mutter. So, Freunde, wir waren mit Ewa verbunden und das ist leider das Ende der Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und kommentiert sehr gerne. Da freue ich mich immer sehr drüber. Des Weiteren abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr keine Abonnenten seid, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn ihr Abonnenten seid. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus und sage Adios, amigos.